Heute bin ich in Bohlenberger Feld auf dem Segelflugplatz. Hier findet das zweite von drei Qualifikationswerfen für die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 statt. Geworfen wird in den Disziplinen Klotschießen und Werfen mit der Hollandkugel. Es wirft Anne Ludewig aus Westerscheebs in der Klasse Weibliche Jugend Klotschießen. Mit einer Weite von 112,8 Metern belegte sie heute den vierten Platz. In der Klasse Männliche Jugend Hollandkugel sehen wir hier Hauke Friedrichs. Er kommt aus Diederichsfeld und erzielte eine Weite von 654,50 Meter und belegte damit den fünften Platz heute. Hauke Rolfs aus Südahle. Mit einer Weite von 783,50 Metern belegte er heute den ersten Platz. Weibliche Jugend Hollandkugeln. Mia Brosson aus Müggenkrug. Mit einer Weite von 450 Metern belegte sie heute Platz 8. Sehr gut. Schön gemacht. Aber alles reinlegen. Komm. Guck mal. Oh, aber trotzdem gut. Schön, der richtig so. Mandy Sanders aus Reitland belegte heute den zweiten Platz mit einer Weite von 496,5 Metern. Und dann. Weibliche Jugend Klotkugel. Tomke de Vries vom Verein Nord-Norden. Jetzt sind wir bei den Männer- und Frauenklassen Klotkugel und Hollandkugel. Hier wirft sich Tobias Juren aus Westerackum ein. Hier wirft jetzt mit der Klotkugel Marcel Brunken aus Menshausen. In der Disziplin Klotkugel hat jeder Werferin und jeder Werfer vier Würfe. Gewertet werden die drei besten davon. Dominik Köster aus Langendamm-Dangerstamoor. Mit einer Gesamtweite von 229,30 Metern belegte er den vierten Platz. Sein Höchstwurf war 78,15 Meter. Jelde Eden vom Verein Wilmsfeld. Mit einer Gesamtweite von 215,95 belegte er den achten Platz. Sein Höchstwurf war 73,70 Meter. Ja, ah, super! Ja, jawohl! Bisschen zu flach, aber lang! Bianca Brunken aus Tener. Sie wurde heute Siebte mit einer Gesamtweite von 551,9 Metern. Ja. Ah, aber zu vorsichtig geworden!
Es folgen jetzt mehrere Würfe von Fieke Müller. Als nächste Werferin Lene Geritz aus Ezel. Sie belegte heute den vierten Platz mit einer Weite von 582,4 Metern. Die heute zweitplatzierte Anke Klöpper aus Südahle mit einer Weite von 591,7 Metern. Als nächstes sehen wir ein paar Würfe von Femke Wilberts vom Verein Nord-Norden. Sie belegte heute den ersten Platz mit einer Weite von 604,4 Metern. Schön geworden! Jetzt hast du noch mal Pech, du! Nach dem Werfen muss die Werferkarte unterschrieben werden. Diese Karte ist zusammen mit der Kugel, die beschriftet ist, beim Wettkampfbüro abzugeben. Und die Werferin bzw. der Werfer ist dann entlastet. Jetzt bin ich beim Klotschießen der Frauen. Hier wirft Jenny Struß aus Zetel-Osterende. Hier nun einige Würfe von der amtierenden Europameisterin Ann-Christine Peters. Sie belegte heute den fünften Platz mit einer Weite von 159,75 Metern und einem Höchstwurf von 56,05. Femke Wilberts vom Verein Nord-Norden. Mit einer Weite von 173 Metern wurde sie heute Vierte. Ihr Höchstwurf war 58,50 Meter. Die Drehwurftechnikerinnen werfen aus einem 2 Meter breiten Abwurfsektor. Die Gesamtweite wird reduziert mit der Weite, wo innerhalb des Sektors abgeworfen wurde.
die ebenfalls für den Verein Nord-Norden startende Hanna de Vries. Hanna wurde heute Dritte mit einer Gesamtweite von 178,35 und einem Höchstwurf von 60,35 Metern. Als nächste Werferin Lena Stulke aus Halsberg. Sie wurde heute Zweite mit einer Gesamtweite von 183,40 Metern. Alle ihre Würfe übertrafen die 60-Meter-Marke, ihr Höchstwurf 61,90 Meter. Die heutige Tagessiegerin Lene Gerjetz aus Ezel. Sie erreichte eine Weite von 362,90 Metern. Ihr Höchstwurf und damit auch gleichzeitig ihre persönliche Bestleistung 63,40 Meter. Jetzt bin ich auf der Feldbahn Hollandkugel. Es wirft hier Frank Goldenstein aus Stedesdorf. Simon Quadhammer aus Bredehorn. Marcel Brunken aus Menshausen. Ja, wieder so hoch. Ja, Ludger. Ebenfalls aus Menshausen, Ludger Bruch. Hier sehen wir jetzt zwei Würfe von Jelde Eden aus Wilmsfeld. Er wurde heute Siebter mit einer Weite von 780 Metern. Jetzt ein paar Würfe von Daniel Heiken. Daniel wirft für den Verein Schiermer Lechmoor und wurde heute Vierter mit einer Weite von 805,50 Metern. 803, glaube ich. Ja, ich bin zufrieden, alles gut. 800 klingt ja jetzt nicht schlecht. Ja! Ja! Jawohl! Hier ist ziemlich weich. Henrik Rüdebusch vom Verein Vielstedt-Hude. Er wurde heute Neunter mit einer Weite von 768,80 Metern. Wir machen trotzdem keine Meter. Henrik möchte nicht von dort abwerfen, wo seine Kugel liegen geblieben ist. Erlaubt ist eine seitliche Abweichung von maximal 6 Metern, die er hier ausmisst. Als nächstes sehen wir Würfe von Tore Bruns aus Waddenz. Er wurde heute Achter mit einer Weite von 771,9 Metern. Den Tagessieger heute mit der Hollandkugel, Florian Eiben aus Leerhave. Mit einer Weite von 850,8 Metern belegte er den ersten Platz. Ja. Ja.
Da zeitgleich auf drei Bahnen geworfen wurde, sind nicht alle Werferinnen und Werfer hier abgebildet. An diesem schönen Wettkampftag hätten es jedoch alle verdient gehabt. Wer weitere Impressionen vom Friesensport sehen möchte, sollte meinen Kanal abonnieren. So verpasst ihr keine Berichte und helft dabei, weitere Videos zu produzieren.